Dorit Gebler ist eine Ewigkeit im Geschäft und immer noch erfolgreich. Als Schauspielerin fing ihre Karriere in den 60er Jahren an. Gib Acht auf Susi war 1968 Filmdebüt im Fernsehen und ihr Durchbruch. Es folgten festes Engagement am Staatstheater Dresden, Dutzende Filme und viele Auftritte in TV-Unterhaltungssendungen als Sängerin. Noch heute höre ich gern ihre tiefe, markante Stimme, ihre eigene Interpretation von Chansons, mit denen sie auch immer wieder das Publikum erfreut. Und mit dem, was sie über das Thema Selbstbestimmung und Sterben sagt, spricht sie mir geradezu aus der Seele. Ich habe schon sehr früh in meinem Leben darüber nachgedacht, wenn ich mal eine unheilbare Krankheit habe und keine Hoffnung auf irgendeine Besserung ist, mache ich ein Riesenfest, lade dazu Freunde, Familie, Weggefährten ein, feiere den nochmal richtig doll und dann hoffe ich auf einen genehmigten Cocktail, um in die andere Daseinsebene überzugehen. Und dieses Recht, selbst zu bestimmen, wann es soweit ist, das ist doch für mich eine Art Menschenrecht. Und deswegen ist es für mich völlig klar, dass ich diese Petition unterschreibe. Der alte Wolf fragt, was das soll. Er hat von hier und da und dort die Schnauze voll.